Kenji for Good is the property of Bandai Visual Xepec, Production IG, and Yukio Sukizaki. The abridged series is a parody and nothing more, so please support the official release. Willkommen zum ersten Spezial von TCFG THSEG. In diesem Spezial werden wir auf einige eurer Kommentare eingehen. Kommen wir also nun zum ersten Kommentar. Und dieser lautet: Ich sagte, und dieser lautet: Ach so, mein Einsatz. Das ist so lustig. Daumenversicherung. Lolol. Von, A0, S0, H0, E0, Y. Ja. Mal sehen, ob du Daumenversicherungen auch noch so lustig findest, wenn ich mit dir fertig bin. An dem Namen kann man nämlich noch einiges schneiden. Zum Beispiel die Nulle. Na? Hey, was hab ich jetzt schon wieder damit zu tun? Ich mach einfach mal nächsten Kommentar. Hi, erstmal respektable Leistung an den Produzenten. Nee, der ist zu lang. Muss wieder keiner sein. Nächster. Boah, Wei heißt das Lied. Von Falk 3, Nauk 3. Welches Lied? Das hier? Eis macht Spaß, Eis macht Spaß in der Tüte, am Stiel und im Becher. Ach so, gut. Wissen wir es endlich. An jeden, der schon mal wissen wollte, wie das Lied heißt, es heißt Wei. Danke, Falk 3, Nauk 3. Dann werde ich mal den nächsten Kommentar übernehmen. Der Kommentar kommt von 1500 Kisses und lautet: LOL, wenn man Langeweile hat. Was soll denn bitte dieses LOL sein? Ich meine, LOL. Hört sich an wie ein Waschmittel. So nach dem Motto, LOL, wenn man Langeweile hat. Ich denke, diesen Kommentar kann man getrost unter Spam einsortieren. Waschmittelwerbung gehört hier einfach nicht her. Ich mache einfach mal nächsten Kommentar. Also, Roman Zetara schrieb, das ist geil. Ich bin nicht nur Gangster-Rapper, sondern auch Emo. Herzlichen Glückwunsch, Roman Zetara. Du bist ein Vollidiot. Yo, dann sind wir ja schon zwei. Ja, zwei Vollidioten. Lass mich auch mal einen Kommentar vorlesen. Sartes Arai schrieb, ich will Kekse. Ja, Sartes Arai, das will ich auch. Und außerdem... Ich will Abenteuer mit spielen! Ah! Ich werde dann mal den nächsten Kommentar übernehmen. Mit so einen Augen. Der Kommentar ist von ska.tiffe. Und lautet... Wie folgt. Handmacher! Kann ihn mal einer ruhig stellen? Da kann man ja gar nicht nachdenken. Schon erledigt. Verdammt. Ich will Kekse konnte ich auswendig. Die Zeit ist sowieso fast rum. Reicht gerade noch für eine deutsche Geschichte. Na dann, diese Kommentare gehen mir sowieso langsam auf den Keks. Boah. Saugi and his story. Guter Keks. Guter Keks. Saugi wurde am 26.10.4039 als deutscher Sohn eines deutschen Rauchers und eines deutschen Staubsaugers in dem deutschen Land Deutschland geboren. Und wer jetzt sagt, Mensch und Staubsauger? Das geht doch gar nicht. Der hat wohl noch nie Scary Movie gesehen. Jedenfalls hatte es Saugi nicht leicht. Sein deutscher Vater war Raucher. Und somit gab er sein gesamtes deutsches Geld für deutsche Zigaretten aus. Deutschland aus. Für den jungen, deutschen Saugi bedeutete dies, dass er leider keine Möglichkeit auf Schulbildung hatte. Warum das so war bei unserer deutschen Schulpflicht? Nun, das war halt so. Jedenfalls war das der Grund, warum Saugi komplett verwahrloste und eines Tages nach Goa musste. Er wurde dazu verurteilt, dort den Rest seines deutschen Lebens Zigarettenstummel zu saugen. Hier sehen Sie ihn, wie er verzweifelt versucht, seiner ihm aufgetragenen deutschen Arbeit nachzugehen. Beachten Sie dabei, welches Maß an Missachtung ihm dabei zuteil wurde. Aber nicht nur, dass die anderen ihn für keines Blickes würdig hielten. Nein, mehr noch. Sehen Sie, wie der deutsche Gefängniswärter seinen deutschen Fuß auf der deutschen Zigarette lässt. Einfach grausam. So, und nun, da Sie diese traurige, deutsche, herzerweichende Geschichte gehört haben, bitte ich Sie, kaufen Sie LOL. LOL, wenn man Langeweile hat. Nur echt mit drei O's. Rette die Wale.